Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Assassin's Creed Syndicate aus dem schönen London. Ja, im letzten Part haben wir Gas abbekommen, haben mal Fracht gesichert und haben irgendwie ein Giftgas gefunden. Und wir müssen herausfinden, wo es herkommt. Und jetzt haben wir hier irgendwo den Verteilungsboss, der Dealer von allem. Den müssen wir jetzt gerade aufspüren. Ist unglaublich, hä? Kann man gar nicht glauben. Der Boss der Bösse. Komme ich hier irgendwie rein? Ist doch sicher irgendwie ein Fenster auf, oder nicht? Kannst du nichts erzählen, dass hier kein Fenster auf ist? Gibt's ja nicht. Kein Fenster auf. Zähl mir doch sowas nicht. Mach mich nicht schwach. Unglaublich. Ist schon zu weit weg. Ich muss irgendwie von ihr aus rein. Anders geht's nicht. Ist er da, hä? Da. War Verteilungsboss, Handlungsmöglichkeiten machen, führt zu Desynchronisation. Also es heißt, ich muss ihn gefangen nehmen. Das ist natürlich bei sowas immer ganz gut. Das Problem wird halt sein. Stirb einfach. Lass mich durch. Heut rum. Okay. Muss ihn gefangen nehmen. Er hier da unten. Er dreht seine Runden. Okay, er dreht weiter seine Runden. Gefangen nehmen. Ah, verdammt. Ah, verdammt, ey. Das ist unglaublich. Ich hab doch gedrückt. So. Ah, weil die ja zu stark sind, hä? Jetzt müsste ich erstmal die umbringen hier. Oh Gott. Alter, haben die... eine Power. Ich spring jetzt einfach mal um. Komm, mach den kalt jetzt einfach. Boah, Alter. Zack, jetzt aber. Der hat Power. Und... ah, Alter. Du kleine Ratte. Stirb jetzt einfach. Oh, jetzt muss ich den wieder suchen. Ah, okay, der ist da. Ich muss den da drüben umbringen. Hey du! Stirb! Ah, die sind immer noch zu zweit. Die zwei hauen ab. Stirb! Warum hat er jetzt nicht Doppelattentat gemacht? Ich fass es nicht. Ja, ich musste eigentlich hinterher rennen. Ich komm doch, ich muss aber erst kämpfen. Jetzt kann ich. Den Verteilerboss. Hä? Was war denn das jetzt? Voll uncool. Hey du! Da, ich hab dich. Ich schlag dich in Stücke.
Wo wird der Sirup hergestellt? Sprich jetzt oder schweige für immer. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungssirup-Produktion ein für alle Mal. Gefangen nehmen, ja. Unentdeckt bleiben, der Plan. Ja, das ging ganz gut, hä? Kann ich den jetzt loslassen, hä? Du willst kämpfen, oder was? Ich kann nicht mal gegen ihn kämpfen. Ich darf nicht kämpfen. Was soll denn das? Voll uncool. Tschüss. Ja, okay, lass mich runter. Hä? Muss ich nicht verstehen, dass ich jetzt da nicht kämpfen darf. Verschwunden, ja. Okay. Dann haben wir weitere Missionen hier gekriegt. Und zwar haben wir unnatürliche Auslese. Das ist natürlich das mit dem Ding. Aber wir haben hier ein Türmchen. Wenn wir nämlich gerade hier sind. Ja, da gehen wir gerade hoch. Komm. Oh. Ich bin daneben, oder? Falsch. Eben, ich bin der falsche Turm. Die ist der falsche Turm. Ich will da rüber. Lass mich da. Da genau. Und alle hopp und hoch. Was habe ich da hinten hoch? Und zack. Und zack. Juhu. Zugsafe ist fast voll. Es geht auch noch kaputt. Dein Ernst? Dann haben wir wieder einen weiteren Punkt, den wir frei haben. Gut. So, da hinten wir noch einen Turm. Ich muss dann eigentlich die Sachen hier machen, hä? Aktivitäten und so. Das sollte ich eigentlich machen. Aber wir gehen hier dahin. Abwärts. Die 88 Meter. Die kriegen wir hin. Gebacken. Lass doch mal ab. Und rüber. Und da oben müssen wir hin. Da werden wir wahrscheinlich erfahren. Oder quasi stoppen. Das Giftgas da. Unnatürliche Auslese. Spielen wir natürlich. Ja. Schauen wir rein. Wir wollen natürlich das Ganze stoppen. Das ganze böse Vorhaben. Gut, auf geht's. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Okay. Das verkompliziert die Sache. Die Tür des Destillierers öffnen. Irgendwie ein besonderer Ding? Nein. Okay. So. Wir haben einmal... Oh, verdammt. Ich dottel. Das wollte ich eigentlich nicht. Das war scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab doch Wurfmesser.
Zack. Einmal hoch. So. Einmal darüber. Zack. Die wissen nicht wohin, hä? Halt Todes für einen Todessprung. Wo lande ich? Ah, okay. Ich müsste, hä? Aus deiner Haut mache ich eine Decke. Mach doch. Tja, shit happens, hä? Ich sag es nicht nochmal. Stirb! Oh, verdammt, einer hat mich doch noch gesehen. Oder zwei. Recht ihm das Genick. Nein. Stirb. Lass ihn in Ruhe. Er ist ein Kumpel. Boah, Alter, wieder so einer. Und tot. Zack. Nee, der steht nicht mehr so schnell auf. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Einmal öffnen. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen... Bleibt wachsam. Schnell, rein da. War fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Sehen Sie sich das an. Was soll ich da anschauen? Hier sind Kisten, also draußen. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Ja. Erzähl mir mehr. Erzähl mal was Spannendes. Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein. Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Das stimmt. Und weiter? Jetzt hier aber was Spannendes. Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Er setzt Gift frei, oder was? Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Jeden in dem Gebäude mit dem Gas töten. Dreimal dürfen Sie raten. Hä? Sabotieren. Okay. Und wie kann ich jeden mit dem Gas töten? Sabotieren! Lass mich in Ruhe! Ja, die lassen mich dann ja auch in Ruhe. Okay. Aber wie soll ich hier mit dem Gas töten? Ich bin weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin verschwunden. Okay. Gehen wir nochmal hoch. Hier ist niemand. Oh, lol.
Sabotieren. Ja. Hier ist jemand, ich weiß es. Hier ist keiner. Nein, da ist keiner. Du träumst. Oh, das ist natürlich ganz gut gewesen. Ja, loslassen bitte. Ja, egal, interessiert mich nicht. Ah, da ist nochmal so einer. Wissen genau, wo ich bin, oder? Anonym werden, um fortzufahren. So, und zack. Nächstes Rad. Und nun? Hier im Gebäude Druckventile weiter. Einmal hoch. Ach, da ist noch mehr von denen. Sagt es doch einer. Och Mann, gib mir doch nicht auf den Sack. Rüber, rüber, rüber. Nein, ich bin nicht da. Oh, da sind noch mehr. Und tschüss. Aua. Kann ich mich hier nirgends verstecken, hä? Voll hässlich. Hier ist keiner. Oh Mann. Jeden mit dem Gas töten, dann dürfen die mich ja nicht einmal finden. Wo sind die? Da ist einer. Da ist einer. Ah, verdammt. Lauf bitte zurück. Geh bitte. Okay, bitte. Danke. So, erstmal. Erster Rad. Ja, es kann in die Luft gehen. Das andere ist auf der anderen Seite, hä? So. Wie kriege ich die jetzt da weg? Gar nicht, hä? Voll uncool. Okay, die laufen wirklich rum. Ah, doch oder auch nicht. Ah doch. Die laufen da wirklich entlang. Sabotieren. Zack. Pfeifen hat sogar geklappt. Glaub's ja nicht. Ja. Ja, komm. Hä, was macht denn der? Ja, ist okay. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Kommt der andere? Ah, okay, die chillen hier. Ein Punkt ist hier noch. Der kommt wahrscheinlich hier raus. Er chillt. Oh, da drüben ist auf jeden Fall der andere.
Ah, ich brauche den einen. Ah, ey. Wieso sehen die mich überall? Ich bin hier nirgends mehr. Was sieht mich der da hinten? Wollte ich mich verarschen oder so? Dein Ernst? Oh, verdammt. Lass mich da hoch. Ich bin hier nirgends mehr. Ah, scheiß drauf, ey, ohne Witz. So unge... Wenn die so geil sind auf mich. Tschüss. Ich will alle gern mit dem Gift töten. Wie die alle mir hinterherrennen. Ah, stirb doch einfach, Mann. Ja. 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 Wird's kämpfen? Dann kämpfen wir. Mann, hey. Stirb. Wenn sie es nicht anders wollen. Ja, machen wir das halt. Mann, hey. Nervensägen, hey. Unglaublich, wie nervig die sind. Was sind jetzt für Punkte? Jeden in dem Gebäude mit dem Gas töten. Aus dem... Oh, ich sollte entkommen. Komm. Ja, ich weiß. Hallo. Krass. Spring raus. Alles in Flammen. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Ja. Natürlich auch sehr abgeschlossen. Trotzdem hat es geklappt mit dem Gas. Das ist doch prima. Mir geht's gar nicht gut. Ihm geht's gar nicht gut. Das ist nicht so schön. So. Aber meine lieben Freunde, ich würde jetzt sagen, ich hau jetzt erstmal nach oben ab. Zack. Und würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal den Part, denn es war wieder eine lange Folge. Und im nächsten Part schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.